Ja, meine Damen und Herren, schönen guten Tag. Zunächst einmal wünsche ich euch von Herzen frohe Weihnachten. Wie komme ich da drauf? Ganz einfach. Wie ihr das seht, ist ja jetzt irgendwann mit August oder noch später. Wie komme ich drauf? Heute ist Samstag, der 26.12.2020. In Fachkreisen auch bekannt als der zweite Weihnachtsfeiertag. Nachdem ich Heiligabend, den ersten Feiertag, doch noch dann im Familienkreise verbringen durfte, was auch sehr gut tat, muss man ja dann auch nicht alles ausreizen. Und darum bin ich den zweiten Feiertag wieder zu Hause in Koblenz und habe noch was abzuarbeiten auf meiner To-Do-Liste, was ich euch heute zeigen möchte. Denn was ist besser als ein Bahnübergang? Richtig, zwei. Hier haben wir mich zwei direkt hintereinander, die ich jetzt in einem wahrscheinlich ziemlich langen Video direkt miteinander verwursteln werde. Das fängt ja schon bei der langen Vorrede an. Und zu diesen hier gibt es ein bisschen mehr zu erzählen. Und zwar befinden wir uns inmitten einer Abzweigstelle. Die zwei verschiedenen Strecken, die wir hier sehen, laufen rechts von uns zusammen. Das ist der Abzweig Horchheimer Höhe. Der wird ferngesteuert oder ferngestellt. Ich bin noch nicht in den Örtlichkeiten ganz drin. Vom Fahrdienstleiter Koblenz Hauptbahnhof Süd. Vor uns ist eine eingleisige Strecke, die diesen Abzweig Horchheimer Höhe verbindet mit dem Abzweig Pfaffendorf und dort den Anschluss an die rechte Rheinstrecke dann über Ehrenbreitstein Fallendar nach Neuwied herstellt. Wird planmäßig genutzt von der RB 27 von Regio NRW mit Doppel-425 und von gelegentlichen Güterzügen, die quasi die Koblenzer Stadtrundfahrt machen, wenn der Weg von Neuwied direkt nach Lützel nicht möglich ist. Das kann zum Beispiel der Andernacher Kreuzzug mal sein. Diese Strecke wird jedoch, wie ihr das seht, bereits gesperrt sein für ungefähr 2 Jahre. Links von uns geht es sehr bald in einen Tunnel. Der bedarf einer Grundsanierung, ist im Moment eher so eine Tropfsteinhöhle und wird ab August 21 für mindestens 2 Jahre gesperrt. Dann ist also dieser Bahnübergang arbeitslos. Der hintere arbeitet komplett für sich alleine. Sie hängen also nicht miteinander, sie liegen nur hintereinander. Und der ist für die Strecke von Koblenz nach Niederlahnstein. Da teilt sich das dann auch schon wieder auf. Geht entweder ins Lahntal Richtung Limburg-Gießen. Da fährt DB Regio Mitte mit den RE 25 Koblenz-Limburg-Gießen und RB 23 Main-Andernach-Koblenz-Limburg mit Lind- und Talent-Triebwagen. Die sind uns ja schon an einigen Stellen begegnet. Und dann die Züge der Vias RB 10 von Neuwied über Koblenz-Rüdesheim-Wiesbaden nach Frankfurt mit Flirt-Triebwagen. Dazu ist da hinten mal eher mit Güterverkehr zu rechnen. Ob das an einem zweiten Weihnachtsfeiertag klappt, fraglich. Beide Anlagen sind von jeweils jetzt im Blickwinkel rechten Seite, also vom Abzweig selber her, von den Weichen her fernüberwacht. Von der anderen Seite sind sie signalabhängig. Gut, das war hier, glaube ich, erstmal soweit alles. Das sind diese beiden Übergänge, die ich schon mal in einem anderen Video erwähnt habe und sagte, es wären die einzige auf Koblenzer Stadtgebiet. Jetzt nach 3 Monaten hier kann ich sagen, nein, es gibt tatsächlich noch ein paar mehr im Industriegebiet, im Hafengebiet von Lützel. Wie lohnenswert das da ist, Videos zu machen, wie regelmäßig da ein Verkehr ist, weiß ich noch nicht, kann ich noch nicht sagen.
würde dann aber gegebenenfalls mich dort aber auch nochmal aufbauen. Okay. Dann einen schönen Gruß von der Horchheimer Höhe in Koblenz und dann schauen wir mal, dass ich hier jede mögliche Perspektive halbwegs sinnvoll umsetzen kann. Natürlich noch zwei Sätze zur Anlage selber. Lichtzeichen bei beiden analog, Lichtzeichen, Halbschranken und kein Gong. Und auf den Fußgängerseiten gibt es jeweils noch unten diese Gitter dran, was bei Halbschrankenbahnübergängen, glaube ich, nicht ganz so oft ist. Aber ja, gewusst wieso. Hat das doch fast mit der zeitgleichen Schließung funktioniert. Und übrigens eine der Sachen, die 2022 zum Glück geändert werden, ist das Werbeverbot für Tabak und Zigaretten. Weil, dass ich jetzt dieses Plakat da, was rechts zu sehen ist, die ganze Zeit mit drin habe, da geht mir schon wieder richtig auf den Sack.
Hallo. Guten Tag. So, zum Ende hin wird es nochmal spannend. Ich erwarte auf beiden Übergängen Schließungen. Habe mich jetzt mal für diese Seite entschieden. Aber einen Schließvorgang werden wir jetzt mit Sicherheit verpassen. Ja auch? Jo. So, hier ist zu. Auf der anderen Seite ist noch nichts. Warum habe ich nicht die Position vom Anfang? Naja, nicht genug nachgedacht. Doch ganz gut. Wir drehen uns. So, ich hoffe, ich konnte diesen Doppelbahnübergang halbwegs gut für euch umsetzen.
und tschüss.